Hallo und herzlich willkommen bei Inhale Life mit deinem Podcast Meditation für jeden Tag. Mein Name ist Paulina Turm und ich bin deine Meditationsbegleiterin. Wie schön, dass du heute mit dabei bist beim gemeinsamen Meditieren. Ich habe heute eine ganz besondere Meditation für dich und zwar hast du es bestimmt im Titel der Folge schon gelesen. Diese Meditation habe ich speziell für schwangere Frauen produziert. Diese Folge heute liegt mir ganz besonders am Herzen, denn auch ich bin im Moment gerade schwanger und werde in gar nicht allzu langer Zeit mein Baby bekommen. Die einzelnen Elemente der Meditation habe ich während meiner Schwangerschaft immer wieder selber angewandt, um mich mit meinem Baby zu verbinden. Und nun habe ich jetzt für dich daraus diese Babybauchmeditation entwickelt. Ich hoffe, sie gefällt dir genauso gut wie mir. Ich wünsche dir, liebe werdende Mama, jetzt viel, viel Freude bei der Meditation. Such dir einen Ort, an dem du dich wohlfühlst und ungestört bist. Und dann lass uns beginnen. Mach es dir jetzt für diese ganz besondere Meditation so gemütlich wie möglich. Ein ganz besonderer Moment der Entspannung für dich und für dein Baby. Schließe deshalb sanft deine Augen. Komme von der äußeren Welt immer mehr in deine innere Welt. Tauche in dich selbst ein. Spüre, wie du von der Unterlage unter dir getragen wirst. Wie du voller Vertrauen sein kannst. Dich dem Moment hingeben kannst. Dann stell dir vor, wie du mit jedem Atemzug, den du jetzt nimmst, Ruhe und Liebe und Vertrauen einatmest. Ruhe, Liebe und Vertrauen in deinen Körper einlädst. Und wenn du möchtest, dann kannst du bei jedem Atemzug eins dieser Worte visualisieren, wie du sie mit der Atemluft in dich aufnimmst. Dann geh jetzt noch einen Schritt weiter und stell dir bei jedem Ausatmen vor, wie du all das, was dich vielleicht gerade jetzt in dieser besonderen Zeit belastet, aus dir ausatmest. Stell dir vor, wie du eventuelle Ängste und Beunruhigungen loslassen kannst, wie du sie mit deiner Atemluft einfach abgibst. All die Anspannung, lass sie los. Und atme mit jedem neuen Atemzug die Liebe, Ruhe und das Vertrauen in dich ein. Spüre, wie sich dadurch nach und nach etwas in dir verändert, etwas leichter und sanfter wird. Wie du mehr und mehr zur Ruhe kommen kannst. Dann lege jetzt deine Hände ganz sanft auf deinen Bauch, auf deinen Babybauch.
Und je nachdem, in welcher Schwangerschaftswoche du bist, ist dein Babybauch noch klein oder er ist schon ganz groß. Egal welche Größe er hat, spüre in dieses ganz besondere Körperteil von dir hinein. Spüre die Kraft und die Besonderheit, die von ihm ausgeht. Und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Baby in deinem Bauch. Stell dir ganz bildlich vor, wie es in deinem Bauch, in deiner Gebärmutter und in dem Fruchtwasser schwimmt. Versetz dich für einen kurzen Moment hinein in dein Baby, wie es sich wohl gerade fühlt, wie es sich wohl anfühlt für dein Baby in deinem Bauch. Fühle in die Wärme und die Geborgenheit hinein. Fühl hinein, wie dein Baby mit jedem Schritt, den du den Tag über tust, geschaukelt wird. Wie es mit jedem Wort, was du sagst, deine vertraute Stimme wiedererkennt. Nimm jetzt ein paar tiefe Atemzüge und stell dir dabei vor, wie jeder Atemzug, den du nimmst, dein Kind von innen streichelt. Einatmen und ausatmen. Ganz liebevolle Berührung für dein Baby. Werde dir dabei in diesem Moment ganz bewusst, dass in deinem Körper zwei Herzen schlagen. Dein Herz und das kleine Herz deines Babys. Und jedes schlägt für sich auf seine eigene, ganz kraftvolle Art und Weise. Spüre jetzt die Verbindung zwischen euren beiden Herzen ganz deutlich. Dein Herz und das Herz deines Babys. Stell dir vor, wie sie miteinander verbunden sind. Stelle die Verbindung immer mehr und immer deutlicher her. Und dann stell dir vor, wie du die Liebe wie ein Licht von deinem Herzen zum Herzen deines Babys schickst. Lass die Liebe fließen. Von oben nach unten. Ganz stark und ganz sanft zugleich fließt deine Liebe zu deinem Baby. Fühl für einen Moment in dein Baby hinein, wie es für dein Baby ist, diese Liebe zu empfangen. Wie die Liebe als Licht von deinem Herzen sein kleines Herz erreicht, wie es sich geliebt und umsorgt fühlt. Dann schicke jetzt deinem Baby die folgenden liebevollen Gedanken. Du kannst sie leise für dich oder auch laut aussprechen. Mögest du glücklich sein. Mögest du glücklich sein.
mögest du dich immer sicher und geborgen fühlen. Mögest du dich immer sicher und geborgen fühlen. Mögest du gesund sein. Mögest du gesund sein. Mögest du mit Liebe und mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Mögest du mit Liebe und mit Leichtigkeit durchs Leben gehen. Dann lasse jetzt vor deinem inneren Auge Bilder entstehen. Bilder, wie du dir die Zukunft für dich und für dein Baby wünschst. Schicke deinem Baby die Bilder, wie du dich liebevoll um es kümmern wirst. Sei dir sicher, dein Baby wird auf seine Art und Weise die Bilder empfangen, sodass es jetzt schon weiß, ich bin beschützt und ich werde beschützt sein. Ich bin geliebt und ich werde geliebt sein. Tauche noch einen Moment hinein in deine Zukunft, wie sie sein wird mit dir, mit deinem Baby. Genieße es und freue dich darauf. Wenn du magst, dann lass auf deinen Lippen ein Lächeln entstehen. Und wer weiß, vielleicht entsteht auf den Lippen deines Babys auch gerade eines. Dann lasse deine Atemzüge wieder kräftiger werden. Stell dir dabei gern nochmal vor, wie du mit jedem Ein- und mit jedem Ausatmen dein Baby liebevoll streichelst. Spüre dann die Unterlage unter dir wieder ganz deutlich. Nimm dich selbst hier in dem Raum, in dem du bist, wahr. Bereite dich dann sanft darauf vor, die Meditation zu beenden. Und wenn du dann soweit bist, dann öffne deine Augen. Ich hoffe, ihr beide, du und dein Baby, konnten die Meditation so richtig genießen und euch dabei noch ein bisschen näher kommen. Du kannst die Meditation so oft machen, wie du magst und gerne auch mal mit deinem Partner zusammen, der dabei vielleicht seine Hand auf deinen Bauch legen möchte. Ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du diese Meditation und meinen Podcast anderen werdenden Mamis empfiehlst. Wenn du dich für den Bekuni Kinderwagen interessierst, den ich im Intro vorgestellt habe, dann schau ihn dir unbedingt mal an auf bekuni.de. Den Link schreibe ich dir natürlich in die Shownotes. Mich persönlich hat der Bekuni mit seiner Qualität, seiner Nachhaltigkeit und nicht zuletzt mit seinem Design überzeugt, denn ich finde, er sieht auch noch wahnsinnig schick aus. Wenn du ihn gern für dein Baby bestellen möchtest, dann nutze super gern den Rabattcode BIKUNI4FUTURE. Auch den Code werde ich dir in die Shownotes packen. Und dann sparst du 10% auf diesen wirklich wunderbaren Kinderwagen. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wundervolle Schwangerschaft. Nimm dir für dich und dein Baby ausreichend Ruhepausen. Vielleicht in Verbindung mit einer Meditation. Bis bald und alles Liebe. Deine Paulina.